mit 15 Jahren habe ich eigentlich nicht wirklich geglaubt, dass es eine Zukunft gibt, beziehungsweise ja, ich konnte gar nicht weiterschauen als ein paar Jahre und ich war mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass mein Abitur das Ende meines Lebens sein wird. Ich bin Jennifer Frohner, ich bin 26 Jahre alt, gebürtig aus Süddeutschland, wohne inzwischen in Bremerhaven und studiere digitale Medienproduktion. Ich wohne in einem sehr bunten Viertel hier in der Stadt und man kennt sich auch untereinander und trifft sich auch häufig auf der Straße. Ja, und es ist relativ familiär hier in der Umgebung. Eigentlich heißt die Erkrankung ja emotional instabile Persönlichkeitsstörung, Typ Borderline. Ich finde aber, dass eben der Begriff emotional instabile Persönlichkeitsstörung das besser beschreibt, weil es eben genau das ist. Ich habe schon immer starke Gefühle gehabt. Egal, was in meinem Leben, in meinem Alltag passiert, das ist für mich eine starke Emotion. Also für mich ist eben Nervosität gleich wie eine Panikattacke oder Traurigkeit ist für mich tiefste Depression oder Glücklichsein ist höchste Euphorie. Und das in seinem Alltag dauerhaft 24 Stunden am Tag zu empfinden, ist für mich mein Hauptsymptom, ist das Kernproblem für mich an dieser Erkrankung. Ich bin mir sicher, dass es am Anfang erstmal darum ging, einfach diese Gefühle loszuwerden, weil sie so überwältigend waren, dass ich mich gar nicht damit auseinandersetzen wollte. Oh ja, das ne? Gerne auch, ja. Und für sich selber auch? Bei mir zum Beispiel fing das eben an mit so einer grundlegenden Traurigkeit und ich war so müde vom Leben und habe dann mit 13, 14 das erste Mal über meinen Körper nachgedacht und fand den dann ganz blöd und dann habe ich irgendwie angefangen, mich mit Essen zu beschäftigen und es ist dann in eine schlechte Richtung abgerutscht. Dankeschön. Ich war eine Zeit lang anorektisch und auch bulimisch und ich hatte lange Zeit Probleme mit dem Essen. Und es klingt vielleicht seltsam, aber das Essverhalten hat irgendwann nicht mehr gereicht und dann habe ich mir halt was Neues gesucht. Und das war dann eben das Selbstverletzen so und mir die Arme aufschneiden. Ich beschreibe das meistens so, dass mir bewusst einen Schnitt zufügen an meinem eigenen Körper ist eine bewusste Entscheidung, die ich treffe. Und der innere Schmerz, der war so unlokalisierbar, der war so, ich wusste nicht, wo der sitzt und ich konnte den nicht wegmachen. So habe ich das dann versucht, mit dem Schneiden selbst zu entscheiden, wo der Schmerz sitzt. Also ich habe den Schmerz an eine Stelle gesetzt, die ich ausgesucht habe. Das sind auch alles Sachen, die für mich sehr schambehaftet waren. Auf der einen Seite wollte ich unbedingt, dass Menschen das sehen und Menschen anerkennen, wie groß mein Schmerz ist und wie sehr ich leide und wie viel Schmerz ich in mir trage. Aber auf der anderen Seite habe ich mich so geschämt dafür. Es war so unangenehm für mich, es war so schrecklich für mich, dass ich so drastische Maßnahmen überhaupt ergreifen musste, um mit mir selber klarzukommen. Für viele Borderline-Betroffene ist es sehr schwierig, Beziehungen zu führen und auch aufrechtzuerhalten. Aber ich habe inzwischen glücklicherweise einen sehr stabilen Freundeskreis, eben auch seit fast 10 Jahren jetzt. Fertig. Meine Freundinnen waren auf jeden Fall ein großer Faktor, dass ich verstanden habe, dass Beziehungen eben stabil sein können und auch bleiben können und dass eben man nicht bei der ersten Streiterei oder der ersten Diskrepanz, die man irgendwie hat, sich direkt abwendet. Malu ist eine meiner engsten Freundinnen, die ich habe. Wir kennen uns auch schon fast 10 Jahre jetzt. Also wir kennen uns auch aus meiner Heimat, aus Stuttgart. Und Malu hat schon viele Höhen und Tiefen mit mir erlebt und durchgemacht.
und so, sie ist jetzt gerade hier bereit? In Norddeutschland bei mir zu Besuch für eine Weile und das freut mich natürlich sehr. Gerne. Ich denke wahrscheinlich wesentlich öfter darüber nach, dass ich Angst habe, verlassen zu werden, selbst von Menschen, die mir seit Jahren nahestehen, als gesunde Menschen oder Menschen, die nicht von Borderline betroffen sind. Und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Jenny weiß, dass ich da bin, und Jenny weiß, dass ich auf jeden Fall auch niemand bin, der einfach irgendwie eine Freundschaft hinschmeißt. Eine Freundschaft hat für mich einen sehr, sehr hohen Wert. Ich schätze ganz besonders an Jenny, dass sie so eine Kämpferin ist. Ich habe einfach wahnsinnig Respekt davor, dass sie immer versucht, das Beste aus allem zu machen. Und sie selber glaubt es manchmal nicht von sich, aber das ist mir eine ganz wichtige Eigenschaft, auch bei jedem, dass man einfach gerne glücklich sein auch möchte. Ich schätze das. Und mich wird man so schnell auch nicht los. Es ist wahnsinnig komplex, es ist auch alles sehr paradox, es ist schwierig nachzuvollziehen, weil Betroffene so schlimme Angst davor haben, verlassen zu werden, dass viele dazu neigen, Beziehungen selbst im Vorhinein zu beenden, um sich sozusagen diesem Schmerz zu entziehen. Diese Angst vor dem Verlassenwerden ist eine Gefahr, die sich teilweise sehr real anfühlt. Und das bedeutet auch, dass ich Angst habe, abgelehnt zu werden oder irgendwas zu tun, zu sagen und zu machen, was Menschen dazu bringen könnte, sich umzudrehen und zu gehen. Und das führt bei mir auch in sozialen Situationen dazu, dass ich diese irrationale Angst versuche zu verhindern. Und das macht mein Gehirn ganz schnell, ohne dass ich das mitbekomme, indem ich jede Mimik und jede Gestik von allen Menschen in meinem Umfeld versuche zu analysieren. Deswegen habe ich zum Beispiel für mich auch verstanden und gelernt, dass ich meine Batterien am besten alleine auflade und ich verbringe gerne Zeit mit mir alleine. Pandemiebedingt bin ich natürlich viel zu Hause, auch seit einem Jahr nicht mehr an der Uni gewesen vor Ort. Wir machen jetzt inzwischen alles online, jede Vorlesung. Ich sitze viel am Schreibtisch, arbeite viel von zu Hause aus, aber mir geht es eigentlich ganz gut damit. Hauptbestandteil meiner Öffentlichkeitsarbeit ist definitiv Social Media und Instagram, aber eben auch mein Buch, was dieses Jahr rausgekommen ist, und auch Vorträge, die ich immer mal wieder unregelmäßig halte. Weil ich mir selber gewünscht hätte, dass es jemanden gegeben hätte, mit dem ich mich hätte identifizieren können, oder jemand, der eben auch offen und ehrlich darüber spricht, wie es ist, psychisch krank zu sein, und dass es eben auch möglich ist, ein Leben zu führen mit psychischer Erkrankung. Es gibt natürlich auch viele Betroffene, die vor allem wiederkehrende Traumata erleben in ihrer Kindheit oder in ihrem Leben. Und das können verschiedene Sachen sein. Also es kann sexueller Missbrauch sein, es kann emotionaler Missbrauch sein, das kann der Tod sein von Angehörigen oder nahestehenden Personen. Da gibt es ganz viele Dinge, die dazu beitragen können. Ich hatte nicht von Anfang an direkt jeden Tag intensive Suizidgedanken, sondern laut Tagebucheinträgen, über die ich gestolpert bin, gab es wohl schon mit 13 solche Gedanken, aber jetzt nicht dauerhaft. Das hat sich dann alles gestapelt und ist immer schlimmer geworden. Und das hat dann dazu geführt irgendwann, dass es dann ziemlich akut wurde, also dass dann die Gedanken, die davor ab und zu da waren, dann plötzlich jeden Tag da waren und ich jeden Tag das Gefühl hatte, dass ich eigentlich gar nicht weiterleben möchte. Und dann hat meine Therapeutin mir ganz klar gesagt, dass es niemanden auf der Welt jemals geben wird, der mich davon abhalten kann, mir selbst das Leben zu nehmen. Dass es niemand verhindern wird, dass es
meine absolut hundertprozentige freie Entscheidung ist. Es hat noch viele Jahre gebraucht, bis es mir besser ging. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das ein Moment in meinem Leben war, der ganz viel verändert hat und ausgelöst hat. Und im Endeffekt auch mich im Prozess meiner Heilung und meiner Therapien dazu gebracht hat, Verantwortung für mich selbst zu übernehmen, weil es eben niemand anderes tun wird. Egal wie hilflos man sich fühlt, egal wie schrecklich es sich anfühlt, egal wie schlimm die Gefühle sind, die man empfindet, das kann einem niemand abnehmen. Und dann habe ich mein Abitur gemacht und dachte, okay, verrückt, jetzt bin ich immer noch am Leben und möchte gar nicht mehr sterben. Was hat das Leben denn jetzt so für mich in petto? Mein Heilungsprozess war viel ausprobieren und es gibt auch nicht die eine Sache, die alles besser gemacht hat, sondern es ist eben eine Kombination gewesen. Auf jeden Fall unter anderem ganz viel Therapie machen, das hat wahnsinnig viel geholfen, aber auf der anderen Seite eben auch mir äußerliche Strukturen zu schaffen, die es mir überhaupt ermöglichen, mit dem Chaos, das manchmal in meinem Kopf vorherrscht, umzugehen. Und ich habe eben gelernt, dass zum Beispiel die Erfüllung meiner Grundbedürfnisse wie Essen und Schlafen und Körperhygiene, dass das Sachen sind, die auch nicht diskutierbar sind. Da gibt es keinen Spielraum. Ich kann, also da muss ich nicht mit mir selber aushandeln, wie weit ich mich jetzt darum kümmern muss und wie weit nicht, sondern das ist einfach eine Grundvoraussetzung, dass ich genug gegessen habe, genug geschlafen habe, dass ich regelmäßig duschen gehe, damit es mir überhaupt gut gehen kann. In meinen schlimmsten Phasen war eins meiner größten Probleme oder Schwierigkeiten definitiv, dass ich sehr lethargisch war, also dass ich wirklich Tage oder Wochen gar nicht aus dem Bett gekommen bin oder auch gar nichts machen konnte. Und das habe ich in den Griff bekommen, auch durch Psychopharmaka auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite gibt es die 2-Minuten-Regel, die ich versucht habe, in mein Leben zu integrieren. Und diese 2-Minuten-Regel besagt, dass alles, was man unter 2 Minuten schaffen würde, dass man das sofort macht und nicht aufschiebt. Diese 2 Minuten waren aber für mich anfangs auch viel zu lang und viel zu anstrengend, weswegen ich auch mit 30 Sekunden eingestiegen bin. Und dann einfach immer versucht habe, umzusetzen, dass alles, was ich innerhalb von 30 Sekunden schaffe, sei es irgendwie Klamotten vom Boden aufheben oder meine Jacke aufhängen, dass ich das halt sofort mache. Und das habe ich dann irgendwann gesteigert und das mache ich sogar bis heute. Ich würde nicht behaupten, dass ich geheilt bin von Borderline, weil das irgendwie auch implizieren würde, dass das eine Erkrankung ist, die man sich einfängt und man dann heilen kann. So. Und Persönlichkeitsstörungen sind ja, wie der Begriff schon sagt, mit der Persönlichkeit verbunden. Und das heißt, es sind einfach Strukturen in meinem Sein und in meiner Wahrnehmung verändert. Und deswegen würde ich mich eher als trockene Borderlinerin bezeichnen. Also eher als, ich habe gelernt, mit mir umzugehen, mit meinen Gefühlen, mit meinem Leben, mit meinen intensiven Emotionen. Aber das heißt nicht, dass es nie wieder Thema sein wird in meinem Leben. Aber es bedeutet trotzdem eben auch, dass jede Krise, die ich so erlebe oder die ja auch unweigerlich passieren im Leben, die schaffe ich immer besser. Also es ist immer leichter für mich, damit umzugehen, als es noch vor 10 Jahren war. Ich möchte Menschen mit auf den Weg geben, denen es vielleicht ähnlich ging oder geht, dass es am allerwichtigsten ist, darüber zu sprechen mit jemandem. Und das nicht mit sich selber auszumachen und auch nicht zu glauben, man muss das mit sich selber ausmachen. Und es ist ganz wichtig, sich Hilfe zu holen, denn die Hilfe gibt es. Und es gibt Menschen, die auch helfen wollen. Und man muss sich nicht immer alleine so schrecklich fühlen, weil es da einfach auch Wege raus gibt und auch ganz viele tolle Menschen gibt, die einem dabei helfen können. Man muss nicht sein Leben beenden, um den Schmerz zu beenden, den man empfindet.